Hallo und herzlich willkommen bei meinem Zaubertopf. Ich backe heute mit euch ein super leckeres, kerniges Low-Carb-Brot ohne Mehl. Vielleicht kennt ihr das ja, ihr hättet eigentlich Lust auf ein Brot oder möchtet gerne Brot backen, aber die Kohlenhydrate stören euch ein bisschen. Und da kommt unser Low-Carb-Brot natürlich genau richtig, da könnt ihr nämlich schlemmen ohne schlechtes Gewissen. Für das Brot braucht ihr eine Nussmischung, Flohsamenschalen, Leinsamen, Salz, Öl, Kürbiskerne, Mandelmus, Sonnenblumenkerne und Wasser. Das Rezept findet ihr wieder auf unserem Zaubertopf-Blog. Und wenn ihr kein Rezept in Zukunft von uns verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall unseren Kanal. Da kriegt ihr nämlich neben tollen Rezepten auch ganz viele Tipps und Tricks. Für unser kerniges Brot zerkleinere ich als erstes die Nüsse und ich habe übrigens später noch einen kleinen Tipp für euch. Die Nüsse fülle ich jetzt als erstes einmal um. Als nächstes mahle ich die Leinsamen und die Flohsamenschalen. Ich schiebe das nochmal eben mit dem Spatel so ein bisschen nach unten, wobei so viel klebt gar nicht am Rand. Dann kommt Wasser dazu und dann muss das Ganze nochmal 2 Minuten quellen. Damit das Ganze gleichmäßig aufquellen kann, vermenge ich das nochmal so 5 Sekunden auf Stufe 3. Während das quillt, heize ich jetzt schon mal den Ofen vor, und zwar auf 180 Grad Umluft. Und dann zeige ich euch nochmal, wie ihr ganz einfach eine Kastenform perfekt auskleiden könnt. So, und da ich ja noch ein bisschen Zeit habe, zeige ich euch jetzt, wie das mit der Kastenform funktioniert. Ihr braucht dafür ein Stück Backpapier und natürlich die Kastenform und eine Schere. Ihr kennt das Problem nämlich vielleicht auch, wenn man hier so ein großes Stück Backpapier hat und das in die Form drückt, dann ist das ja immer alles so kriselig und dann ist die Form nachher vom Brot auch immer nicht so schön. Und um das zu vermeiden, habe ich sogar extra vorher nochmal gegoogelt und mir angeguckt, wie es geht. Und das zeige ich euch jetzt. Oh! So, und ich habe gerade festgestellt, mit dem dunklen Papier funktioniert das Ganze viel besser als mit dem hellen. Als erstes drehe ich einmal die Form um und lege das Backpapier da oben rauf. Ich fahre hier einmal so den Kanten nach. Das geht ganz gut, wenn ihr das hier so ein bisschen mit der Schere vorsichtig macht. Und dann nehmt ihr die Schere und schneidet hier bis zu der Linie und hier auch. So, die drehen wir jetzt wieder um. Dann können wir das jetzt hier richtig gut. Die Kanten könnt ihr hier nochmal umknicken. Da es ja recht lang ist, schneide ich das Ganze hier auch nochmal ein bisschen ab. So. Und dann kümmere ich mich jetzt erstmal wieder um den Teig. Die Flohsamenschalen und die Leinsamen sind richtig schön aufgequollen. Und jetzt kommen die, also eigentlich alle anderen Zutaten noch dazu. Und dann wird das Ganze 2 Minuten zu einem Teig verknetet. So, den Teig fülle ich jetzt in die Kastenform und dann wird das Ganze 40 Minuten gebacken in der Form und danach nochmal knappe 40 Minuten ohne Form. Der Teig ist recht fest, das müsst ihr so ein bisschen in die Form gleich drücken. Aber erstmal muss ich da alles rauskriegen. Das braucht jetzt 40 Minuten. So, 40 Minuten sind um. Und jetzt hole ich das Brot einmal raus und dann backe das nochmal 35 bis 40 Minuten ohne Form weiter.
einmal das Papier ab. Und jetzt ohne Form auch nochmal 35 bis 40 Minuten. Ich stelle es mal erstmal auf 35 ein und gucke mir es dann einmal an. Und das Ganze muss jetzt noch auf einem Rost auskühlen. So, das Brot ist jetzt abgekühlt, das heißt, ich kann das jetzt anschneiden. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr euch vielleicht noch ein weiteres Brotrezept wünscht von uns, was wir auf jeden Fall noch für euch drehen können. Zum Beispiel ein Toastbrot oder was auch immer. Schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ich schneide das jetzt einmal an hier. Das sieht doch gut aus und komplett ohne Mehl. Das Brot hält sich ein paar Tage. Das ist ja nicht trocken durch die ganzen Nüsse und Körner. Wenn du das allerdings nicht auf einmal isst, dann würde ich dir empfehlen, das, sobald es ausgekühlt ist, in Scheiben zu schneiden und portionsweise einzufrieren. Das kannst du dann einfach auftauen und auch super in den Toaster stecken. Ich werde mir jetzt ein leckeres Käsebrot gönnen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts von uns verpasst.